überlegen Sie, nach Binta zu fahren und sind Sie gerade dabei, sich verschiedene Resorts anzuschauen? Ich bin mir sicher, dass Anmon Ihnen sehr gut gefallen wird. Es ist Ende Jänner, draußen liegt Schnee und ich sehne mich nach der indonesischen Wärme und der fantastischen Zeit in Amnon zurück. Mein Name ist Xenia. Ich und mein Mann reisen recht viel mit unseren Zwillingen und freuen uns sehr, euch von unseren Erfahrungen zu erzählen. Die Insel Bintan ist von Singapur aus mit der Fähre zu erreichen. Das Visum kann man im Vorhinein beantragen, es gibt aber auch die Option des Visa on Arrival. Das große Gepäck kann man dann gratis einchecken und ca. einstündige Fahrt genießen. Nach der Ankunft werdet ihr mit einem Transferbus zu eurem Resort gebracht. Dann beginnt die Magie. Man fühlt sich überaus willkommen und kann über die ungewöhnlichen Zelte nur staunen. Ich weiß nicht mehr, wie viele hunderte Fotos und Videos ich damals aufgenommen habe. Von der Rezeption wird man dann mit einem Buggy zum eigenen Zelt gebracht. Drinnen ist alles sehr zivilisiert und die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Gleich am ersten Tag haben wir unsere Massagetermine für die nächsten Tage ausgemacht. Natürlich sind wir gleich nach der Ankunft schwimmen gegangen. Die Temperatur war ideal. Ein großer Teil dieser Lagune ist seicht und so konnten die Kinder sich wunderbar bewegen. Das Abendessen war gut, aber nicht außergewöhnlich. Das Lokal ist auch recht einfach. Das war auch der Raum, wo wir dann am nächsten Tag gefrühstückt haben. Das Frühstück war meiner Meinung nach nicht so gut, weil ich vielleicht schon von außergewöhnlichen Frühstücksbuffets zu verwöhnt bin. Aber es gibt auf jeden Fall eine Auswahl an asiatischen und europäischen Speisen. Und so kann dann jeder etwas für sich finden. Unser Aufenthalt in Anmon war Ende Oktober, als es viele laute Partys gab. Die Musik war bis spät in die Nacht zu hören und so haben wir uns beim Manager beschwert. Zu unserer großen Überraschung war er wahrlich professionell und hat uns gleich drei Ausweichoptionen angeboten. Er war wirklich extrem bemüht, uns zu helfen, das werden wir ihm nie vergessen. An einem der Tage haben wir einen schönen Ausflug mit einem eigenen Chauffeur Fendi gemacht. Er hat uns ein bisschen die Insel gezeigt. War sehr freundlich und hilfsbereit. Sollten Sie sich wirklich für das Anmon entscheiden, würde ich Ihnen diesen Tagesausflug sehr empfehlen. Mein Plan ist es eigentlich, ein separates Video dazu zu machen. Mal schauen, ob ich wirklich dazu komme. Ach ja, noch was Wichtiges, das Grillen am Abend. Man muss es spätestens am Vorabend bestellen. Das Feuer und das Essen wird dann vom Resort organisiert. Grillen tut man dann selber. Das kann sehr gemütlich werden. Bei uns war es nicht der Fall, da die Kinder nach dem langen Ausflug zu aktiv geworden sind und wir zwei Wirbelwinde herumfegten. Als wir sie dann zum Schlafen gelegt haben, begann es zu regnen. Es ist unbeschreiblich, wie stimmungsvoll das Ganze war. Last but not least, es gibt auch einen Activity Park, wo man Boote ausleihen oder sonstige Wasseraktivitäten buchen kann. Wir waren leider viel zu kurz dort, um alles zu erforschen, aber es gibt wirklich eine Menge. Ich würde gerne wieder einmal mit meiner Familie und unseren Freunden ins Anmon kommen. So viel Herzlichkeit und Entgegenkommen von seitens des Personals, von außen exotisch, aber sehr praktisch eingerichtete Zelte, die Wärme, das Wasser und einfach die schöne Urlaubsstimmung. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über euer Like oder Kommentar freuen. Bis zum nächsten Video!